diverse Leute in diesem Hotel spielen Clash of Clans. Ich frage auf jeden Fall mal nach, ob ich deren Clan beitreten kann. Oh mein Gott, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video. Admin hat gerade einen verheerenden Strafzettel bekommen, deswegen mussten wir dieses Video nochmal neu starten. Der Kollege und ich, wir beantworten heute ein paar Fragen. Ich hatte euch auf Instagram gebeten, dass ihr mir ein paar eure Fragen schickt. Ist bei meiner Reichweite natürlich jetzt klar, dass da keine 1000 Fragen bei rumkommen, aber trotzdem einige coole Fragen dabei. Wir starten jetzt auch direkt mit der ersten. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, die ging darum, wie komme ich am besten an einen Kameramann ran? So, und da kann man natürlich ja, unterscheiden, suchst du einen festangestellten Kameramann, suchst du einen, der ab und zu für dich Aufgaben erledigt. Ich zum Beispiel, ich bin festangestellt bei Bernd. Generell kommen die Leute viel auf dich zu. Also gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann kommen die Leute einfach auf dich zu und fragen, ey, hör mal zu, ich habe die und die Projekte schon gemacht und habe da und da Erfahrung und würde gerne bei dir arbeiten. Ansonsten kannst du natürlich, also der heutige Weg ist Social Media, ganz klar, einfach auf Social Media einen Aufruf starten und ich denke, je nachdem, in was für Bereichen du arbeitest, die Leute suchen diese Arbeit. Also es ist eine sehr coole Arbeit, für Influencer Videos zu machen oder Kameramann zu sein. Deswegen würde ich sagen, ist das heutzutage nicht mehr allzu schwer. Es gibt sehr viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten. Deswegen würde ich dir empfehlen, je nachdem, wie du so online unterwegs bist, dass du einfach Online-Aufruf startest und fragst, hört mal zu, ich suche für das und das Thema einen Kameramann, würde gerne da Leute haben. Was natürlich auch ein Weg ist, ist LinkedIn ist heutzutage ja auch eine sehr gern genutzte Plattform und da findest du wirklich Unmengen an Videoproduzenten, Fotografen, Cuttern, whatever. Also das wäre auf jeden Fall mein Tipp, wie du am besten in dem Fall an einen Kameramann kommst. Dann war die Frage gestellt, deine Hardware, PC, würde mich sehr interessieren. Da hatte ich tatsächlich schon auf eine Direct Message geantwortet. Ich habe einen MacBook Pro M1 mit 16 Zoll und 32 GB RAM und ist für meine Zwecke, also wir drehen YouTube-Videos in 4K, auf jeden Fall absolut ausreichend und ich sage auch notwendig. Also ich denke schon, dass du mindestens 32 GB RAM brauchst. Alles drunter macht dir das Leben nur schwer. Deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Wir sind jetzt dran, vielleicht auf die M3-Version abzugraden, aber wie gesagt, die M1 MacBook Pro-Version, die ist, glaube ich, von 2021. Die reicht auf jeden Fall vollkommen aus. Bin ich sehr happy mit. Ich schneide jetzt seit über einem Jahr, glaube ich, mit dem. 16 Zoll sind auch für unterwegs. Auf jeden Fall, klar, nicht optimal. Ist immer cooler, wenn du einen größeren Bildschirm hast, aber ich finde, dass das auf jeden Fall ein sehr guter PC ist. Ich denke, du hast jetzt in Klammern PC geschrieben, deswegen beantworte ich jetzt nur die Frage, wenn ja, es in Richtung Kamera-Equipment und so weiter geht. Das wäre ein zu langes Thema, da haben wir super viel Equipment, deswegen bleibe ich auf jeden Fall bei dem PC. Im Studio selber habe ich noch einen Samsung Widescreen Bildschirm, der ist nicht curved leider. Curved ist auf jeden Fall eine coolere Variante, aber da arbeite ich dann mit einem zweiten Monitor, ist auf jeden Fall entspannter als der 16 Zoll, aber für unterwegs, wie gesagt, ist das eine super Lösung und auch ein optimaler Rechner. Die nächste Frage startet mit, hey cool, dass du jetzt deinen eigenen Kanal hast. Erstmal vielen Dank. Was würdest du für einen Windows-Rechner ein Videobearbeitungsprogramm empfehlen, das für Einsteiger geeignet ist? Da haben wir jetzt tatsächlich gerade hier im Team das Thema. Und zwar der Admin, der hat einen Windows-Rechner zu Hause. Und da kann man definitiv das Programm DaVinci Resolve empfehlen. Das Ding ist, dieses Programm ist kostenlos. Und es gibt zwar auch eine Bezahlvariante, aber die kostenlose Variante reicht vollkommen aus für das, meiner Meinung nach, was man auf YouTube macht. Natürlich ist die Pro-Version besser, du hast mehr Übergänge, du hast mehr Möglichkeiten, Animationen zu machen und. Aber ich sage, die kostenlose Version reicht vollkommen aus und das ist ein absolut cooles Programm. Ich würde es auch gerne, ich würde gerne darauf umsteigen. Ich bin momentan, schneide ich mit Final Cut, komme damit auch sehr gut zurecht und kann damit sehr schnell arbeiten. Und deswegen habe ich auch momentan nicht die Zeit, umzusteigen, weil ich finde, wenn man in ein neues Schnittprogramm reingeht, dann muss man da viel Zeit rein investieren, damit man auch ja, denselben Output weiterhin generieren kann mit der Geschwindigkeit. Und da bin ich einfach bei DaVinci Resolve selber noch nicht so am Start. Und deswegen werde ich noch nicht ganz drüber, ganz auf DaVinci umsteigen. Aber in naher Zukunft werde ich mich auf jeden Fall weiter in dieses Programm einarbeiten, weil das sehr cool ist und gerade für Anfänger meiner Meinung nach sehr übersichtlich ist. Du hast unten so eine schöne Leiste, wo du dann die einzelnen Arbeitsschritte nach und nach abgehen kannst. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch schon ein paar Videos mit dem Programm geschnitten. Ich bin sehr zufrieden damit und kann das auf jeden Fall sehr empfehlen für Anfänger und für Windows-Rechner. Final Cut geht meiner Meinung nach, glaube ich, nicht auf Windows-Rechnern. Das heißt, die Variante fällt für dich schon mal raus. Die nächste Frage ist tatsächlich eine Frage, die auch auf Bernds Kanal unglaublich oft gestellt wird. Und also wirklich
ich weiß nicht, die liest man jeden Tag, diese Frage. Warum trägt Bernd am linken Ringfinger immer ein Pflaster? Das ist tatsächlich relativ einfach erklärt. Das hat weder was mit Arbeitsunfällen noch sonst was zu tun. Es ist ja immer an derselben Stelle. Bernd hatte vor gefühlt 2 oder 3 Jahren einen kleinen Unfall an diesem Finger. Da ist einfach das Nagelbett, sagt er, ist beschädigt. Und das sieht optisch einfach unglaublich komisch aus. Und deswegen hat er lieber diesen Pflaster da drüber, macht den eigentlich immer vor jedem Dreh neu drum, damit das einfach für ihn aus optischen Gründen angenehmer ist. Ganz einfach. Dann hat mir der liebe Viktor Voss, glaube ich, ist sein Name, auf TikTok geschrieben. Der hat mir sogar 2 Fragen gestellt. Erstmal liebe Grüße an dich. Sehr coole Videos, die du machst und auf jeden Fall weiter durchziehen. Ich gucke mir deine Videos sehr gerne an. Die beste Video-Editing-Software? Fragezeichen und ein zwinkernder Smiley. Da habe ich ihm schon privat geantwortet. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Final Cut, weil es einfach, das ist für mich meiner Meinung nach einfach die beste Plattform, weil ich persönlich damit am besten arbeiten kann. Und ich denke, anhand der Fragestellung arbeitet er auch mit dieser Software. Ist, denke ich, auch sehr zufrieden damit. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mit welchen Softwaren ihr arbeitet, um eure Videos zu schneiden. Würde mich sehr interessieren und wie zufrieden ihr damit seid und ob ihr lieber umsteigen wollt oder gerne da bleiben wollt. Die nächste Frage ist, wie bist du Cutter für Bernd geworden? Das ist tatsächlich eine sehr häufig gestellte Frage. Auch per Direct Message habe ich da schon öfter was zubekommen. Das hat vor 3,5 Jahren angefangen und da hatte Bernd noch gar keinen, also er hatte diesen YouTube-Kanal schon, aber er hat nicht aktiv Videos da hochgeladen. Ich war mit meiner Ausbildung fertig als Fotograf und habe einen Anruf von ihm bekommen. Da hatte er gefragt, was ich gerade mache und meine Antwort war nichts. Ich bin fertig mit meiner Ausbildung und habe keinen Bock mehr auf das, was ich da gemacht habe zu dem Zeitpunkt. Ich habe eine Fotografenausbildung gemacht. Dann hat er gefragt, ob ich Bock habe auf Videos. Das war im August 2020 und da hat auch, da waren wir schon in der Höchstzeit von Corona unter anderem, dann hatte er einfach vor, ein bisschen so diesen Alltag in der Firma zu begleiten, videotechnisch, ein bisschen das Thema Rezepte zu machen und dann habe ich einfach gesagt, oh ja, dann komme ich zu dir. Video ist eh eher mein Ding als Foto und dann hat das Ganze angefangen und deswegen bin ich seit Tag 1 sozusagen mit dabei und war gar nicht so schwer, da Cutter bei Bernd zu werden, weil so, da war der Akku vom Osmo überhitzt bei 4K. Man kennt's, immer wieder schön, diese Arbeit. Also wie gesagt, es war nicht schwer, Cutter bei ihm zu werden, weil jetzt einfach, wir hatten 0 Abonnenten, weißt du? Und haben das einfach just for fun sozusagen angefangen und dass sich das dann so entwickelt, das hätte dann auch am Ende niemand gedacht. Und bis heute ziehen wir auf jeden Fall durch. Wie muss man sich deine Tätigkeit vorstellen? Bist du Produzent und selbstständig damit? Bist du angestellt bei Bernd oder machst du im Allgemeinen Videoproduktion und suchst eventuell neue Kunden, mit denen du zusammenarbeiten kannst? Grüße, Gemüse aus der Wetterau. Perfekt. Ich bin festangestellt bei Bernd. Die Option der Selbstständigkeit ist natürlich da, aber ich denke, aktuell ist es für mich auf jeden Fall sinnvoller, einfach eine Festanstellung zu haben. Und damit bin ich auch sehr zufrieden. Wie man das in Zukunft regelt, muss man schauen. Kunden prinzipiell, ja, also ich habe auch ein eigenes Gewerbe seit diesem Jahr. Aber ich habe relativ wenig Zeit und bin sehr unflexibel. Und deswegen suche ich eher, wenn ich Aufträge, externe Aufträge suche, im Bekanntenkreis, weil es einfach für mich angenehmer für die Planung ist, weil ich fremden Menschen immer schlecht gewisse Zusagen machen kann oder keine Zusagen machen kann. Und deswegen muss ich dazu sagen, mache ich das ungern und nehme ungern Anfragen von Leuten an, die ich nicht kenne, weil ich einfach nicht weiß, wie zuverlässig ich da sein kann. Und deswegen, ja, mal gucken, wie sich das in Zukunft so ausbaut. Aber prinzipiell aktuell suche ich nach keinen Anfragen. Wenn sich dann natürlich was ergeben sollte, dann mache ich das sehr gerne. Ich mache ab und zu mal nebenbei Fotos, nebenbei ein bisschen Video, aber wie gesagt, so von externen Leuten eher nicht. Ja, und dann die Frage vom selben Kollegen auch nochmal. Gibt es Apps, das hatte ich ja schon fast beantwortet, gibt es Apps, die am besten nicht viel kosten, womit man Videos für YouTube schneiden kann? Da kann ich auch wieder nur DaVinci Resolve empfehlen. Es gibt bestimmt noch andere Programme, die kostenfrei sind, aber mit der Software habe ich auf jeden Fall selber gute Erfahrungen gemacht. Höre auch größtenteils überwiegend nur Positives und deswegen würde ich sagen, wenn ihr eine Videosoftware sucht, die kein Geld kostet, Videos schneiden möchtet, dann geht auf jeden Fall zu DaVinci Resolve. Wie läuft ein typischer Dreh bei euch ab und wie lange dauert das? Das kommt ganz drauf an. Wenn wir Rezeptvideos drehen, bereiten wir in der Regel 1/2 Stunde vor. Dann wird je nach Rezept eine halbe bis Stunde gedreht und dann wird aufgeräumt. Also roundabout kann man sagen, für ein Rezeptvideo zwischen 1,5 bis 2 Stunden. Wenn man ganz schnell ist, kriegt man es auch in der Stunde hin, kommt immer aufs Rezept drauf an. Und das Schneiden der Videos ist auch relativ schnell erledigt. Die dauern 1 bis 1,5 Stunden,
ist immer für uns eine sehr dankbare Aufgabe. Und dann gibt es natürlich noch die Seite der Vlogs, also der unterwegs Foodtouren, whatever. Die dauern dann natürlich lange. Also je nachdem, ob wir jetzt einen Spot machen oder vielleicht fünf Spots, kann das einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Die Nachbearbeitung dann 2-3 Tage. Oder wenn wir einen Spot machen, kann das 2 bis 3 Stunden dauern. Plus Nachbearbeitung nochmal 6-7 Stunden. Sind wir dann auch wieder über dem Tag. Also alles in allem. Außerhalb der Rezeptvideos nimmt das schon immer mindestens einen ganzen Arbeitstag in Anspruch. Seit wann arbeitest du im Videobereich? Seit 3,5 Jahren. Also ich habe mit Bernd zusammen sozusagen angefangen, Videos zu schneiden, hatte davor auch kaum Erfahrung. Mein Papa ist selbstständig in dem Bereich, macht das jetzt seit 30 Jahren, aber so richtig aktiv habe ich da nie wirklich mitgewirkt. Kannte mich ein ganz kleines bisschen aus und habe mir dann alles so weit, was ich kann, selbstständig über YouTube beigebracht. Heutzutage kann man da unglaublich viel Wissen sich rausholen. Ich sage, du brauchst auch in dem Bereich auf jeden Fall keine Ausbildung mehr. Es kann ein Vorteil sein, wenn du eine Ausbildung machst oder ein Studium in dem Bereich. Aber alles in allem hast du heute genug Möglichkeiten, dir das alles selber beizubringen. Dann haben wir noch die Frage, ihr seid ja ziemlich erfolgreich, daher interessiert es mich, ob du das hauptberuflich machst. Ich persönlich mache das auf jeden Fall hauptberuflich. Ich mache das jetzt seit 3,5 Jahren hauptberuflich und bin damit sehr zufrieden. Ist viel Arbeit, du bist viel unterwegs, du bist viel mit deinem Kopf bei diesen Sachen. Ganz normale Standard-Arbeitstage sind das auf jeden Fall nicht. Aber alles in allem kommt man viel rum, lernt viele Leute kennen, macht coole Sachen. Deswegen überwiegt in dem Job auf jeden Fall viel das Positive. Negative Sachen gibt es natürlich immer, aber ja, das ist auf jeden Fall mein Hauptberuf. Und die letzte Frage war, woher hast du das T-Shirt? Ich verlinke euch, beziehungsweise ich zeige euch hier mal das Video, in dem ich die Frage gestellt habe. Ist eine absolut berechtigte Frage. Das T-Shirt ist eine 10 von 10 und das ist von Leftic. Ganz einfach, Leftic Klo. Sehr coole Marke, checkt die mal auf Instagram aus. Ja. Das war's von dem Video. Ich hoffe, ich konnte einige von den Fragen, beziehungsweise ich habe, glaube ich, alle Fragen beantwortet, die mir gestellt wurden. Waren ganz coole dabei. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Und ich beantworte dann einfach alle dadurch, falls euch irgendwas unklar ist von den beantworteten Fragen oder sonst was. Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen mit dem Kollegen hier in der Hotellobby gönnen. Wir spielen noch eine Runde Tischtennis gleich und dann geht's für uns nach Köln zu einem sehr coolen Videodreh und wir holen Foodtruck ab. Für mich persönlich die Software ist... Ich hab mein Mikro gesucht, Digga. Das ist so ungewohnt, wenn man das nicht anstecken hat.